Und da heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück bei Castlevania Lords of Shadow. Und oh, jetzt muss ich mal meinen Behälter wegstellen, sonst kann ich hier nicht spielen. Wir gehen jetzt in Kapitel 6. Die Musik ist überhaupt nicht laut. Und zwar auf dem Burghof. Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching. And soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss, from which there is no escape. Ja, gut, ne? So ist das. Jetzt habe ich wieder eine Woche lang nicht gespielt. Das ist wieder vertrauenserwecken. Wie war das? So. Eine Woche lang nicht aufgenommen, schon. Verkack mal das, hoffentlich nicht. Nein, wenn er nicht. Ich bin gern nicht so. Da geht's hoch, da sehe ich schon. Hier hinten ist. Was ist das? Weihwasser, das ist gut. Warum haben die Vampire hier Weihwasser in ihrem Dings? Wissen sie selber nicht wahrscheinlich. Also, ne? Wer weiß. Wenn wir jetzt da so drüber springen. Nee, Mann. Dass das so gewollt ist. Oh. Ah ja. Na gut, das können wir ja jetzt öffnen. Ich glaube, dass diese Statue und gleich reanimieren. Kannst du halt immer nicht mehr, wenn du in der Luft bist. Dein Schild her, die brauchst du eh nicht. Ging ja einfach. Ach, da unten müssen wir rein. Oder was ist das? Ich lass mich mal überraschen.
Glück. Ach, nö. Ich kann ja nicht blocken, stimmt ja. Der hätte aber noch was, was ich aufsammeln will. Kann ich hier eigentlich... Kann ich das sehen? Aber ich kann das da unten nicht aufsammeln. Ja, ich weiß, hier holen noch einen. Weil wir brauchen den, sonst kommen wir da nicht raus. Ich glaube, dass ich mir das Bein gebrochen habe, als ich hier runtergefallen bin. Also sieht das nicht danach aus, als würde ich bald hier rauskommen. Das ist wirklich seltsam. Anscheinend halten sich die Vampire Brage und Trolle. Ich schätze, dass sie sich an ihnen laben, wenn sie Menschen Blutvorräte zur Neige gehen. Ich habe gehört, dass die Burg von Jahrhunderten der Bernhard-Dynastie gehörte. Sie wurde wohl vertrieben, als die dunklen Fürsten der Vampire auftauchten. Etwas kommt näher. Es klingt wie das Klappern von Knochen. Ah ja, die Bernhard-Dynastie. Kennt man ja, die Bernhard-Dynastie. Wer kennt sie nicht? Bewährt. Ja, bewährt. Oh.
Aber ich glaube, hier müssen wir so rein. Wir wollen aber hier noch nicht weg. Hier könnte man nämlich noch rüber gehen. Das wollen wir uns natürlich nochmal angucken. Aber ich glaube, hier ist nicht viel. Hier ist ein Schrein. Da kann man ein bisschen Leben ziehen. Hier ist noch ein Piepe. Hier hat man eine Schriftrolle. Ich habe gehört, dass das Relikt in der Abtei nicht nur Vampire vernichten kann, sondern auch in Verbindung mit Lichtmagie einen temporären Schild erzeugen kann, der den Träger einhüllt. Wie sehr ich mir wünsche, einen derartigen Gegenstand zu besitzen, denn die Vampire sind stark und ich bin des Kampfes müde. Ich muss mich ausruhen, sei es auch nur für ein paar Minuten. Ja, mein Freund, das hat ja nicht geklappt. Ja, der ist voll. So, jetzt aber hier. Ja, genau. Einfach runterspringen. Na, lecker. Ja, das hab ich wieder. Ich will ja nicht auch den hier mal machen, der. Ja, wie ging das denn? So, ja. Nee, wie, hä? Wie hab ich das denn? So. Den könnte ich dann mal machen. Gleich raus rein. Ja, ist ja nett. Und in solchen Gegenden habe ich immer kämpfen lassen, wenn wir bei God of War oder so. Oh, da haben wir den Burghof geschafft. Wir haben einen so einen Magiestein nicht gesehen, na gut. Das soll vorkommen. Talent freischalten, gucken. Kettensäge. Bodenfräse. X, X halten, XX. Ballikkräfte, können wir da mit. Der Erdrutschieb. Während du in Luft bist, kannst du. Ja, das ist ja das, was ich eben versucht habe. Explosives Beben. Das wollte ich mir einsparen, genau. Ich kann mich erinnern. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein.